Maybe some warum es spät passiert. You know, rang the door. Caden said yes, I do have time to. Hier ist Huhn anguckt, back. Was ist los mit dem? Adult. Alter. Now it's Pizza Hut. Ja, ja, das ist dir schon ernst. That's not Aqua Chicken was here. A rogue fish. Well, there's one chicken, but that is not Aqua Chicken. Aqua Chicken needs to be here in the pool. Instead, it's gonna be the. Let's check this next. Alter. Die Fische. Checken diese Fische ab, Alter. What the fuck? I guess they'd gotten information that they had only seen so and so many people on that bomb site, so Cajun was actually expecting all of my city to come from behind at some point. It was just very solid. Oh, this would be some spray-down. Spray-down runde. Now we wonder exactly how. Oh, okay, here we go. When we say a fanatic, this is it. The flash, everybody goes jumping through and they don't get the kill. Dupree gets a double kill. Big shot there by Dupree. He gets overwhelmed at the end, but Cajun steps in and takes out Olaf. Then Pronax and Flush are the last two. Alive. Oh fuck! There's the smoke, Alter. Yeah. Just Flush in the back, and well, nothing. Alter, und letzter auch noch. Läuft. And he is going to get slapped down by the Goblin Man. Agent B is there, and that is going to be well, two rounds going for TSM. So pretty much like same story as always. Yeah, actually, I mean, just dead even between both of these teams, because the way you can consider it, I suppose, is like each of these rounds is worth five. And in regular time, we were like 11-4, 10-5, you know, like... Well, yeah, like both, well, actually... Both teams were 11-4. It's MR3, right? So, if you, let's say one... Well, the initial half was 9-6, 9-6. That's right. And they keep getting three rounds of hit each and every time, which equals... So, if one round is worth three... Well, wenn TSM jetzt eine Runde gewinnt, dann haben schon mal das unentschieden, sicher. It's basically ending of 9-6, 9-6, every single time. The device all goes by 3 as well. Is that Half-Life 3 confirmed? Well, if it isn't, I don't know. But in any case, Fnatic starts off their CT side. On a positive note, Chrome's getting that MP frag onto Cajun. Ich denke, das gesamte Spiel verkacken wir jetzt. This is gonna be the pop flash, and Olfmeister just completely. That's nur die Runde oder kommt das Spiel? Pronax is there. Pronax not managing to pick up the kill onto Borg. Ich meine jetzt komplett im Inferno oder meinst du? Inferno, Inferno. Also die Map verkacken die. Ja. Ich meine jetzt auch nicht die Runde zu cool. Now does Device look the right way? And he does not. Prince takes all the time in the world to line up that shot and make sure he hits it just right. Fnatic maintain that money. Was ist das eigentlich? CT first round. Yeah, they get away with it. They're going to be able to get a good solid buy for each and every round of the overtime here on their CT side. And honestly, I think it's going to be the first team to actually win three rounds of CT is going to pick this up, not necessarily a team to pick up two rounds on T. I could see it. And right now, it's like two rounds CT, 2-1, 2-1, 2-1. Constantly. Oh, JW, not quite getting that right. But Cajun getting dinked down to 16 HP, so he's not going to be pleased about that. It means he has to play much more conservatively with that AWP. And when you're trying to get entry frags with it, you know, you need to be able to take a hit or two. Yeah, especially when you're so slow, trying to slide in towards an angle, you're just gonna get picked up instantly. Interesting to see that Fnatic are giving TSM a taste of their own medicine as well, with an aggressive smoke at the bottom of a B. Yeah, and it's actually JW this time who's the sole guy, not Olfmeister. He's like, okay, this is probably JW, right? He has the veto. It's just like all of it going. I'm feeling it. I'm gonna play B now. TSM just going back to that slow style and. Ooh. When that smoke goes out. Oh lol. LOL! Alter! JW is hard pressed to stay alive. He's pinned down. Oh fuck. He even gets the headshot onto Cajun. Unreal. So man advantage now for Fnatic. 30 seconds left on this clock and TSM do a 180 in banana. They start hightailing it back towards that A site. They do have a man moving up to Arch to Long. So they could actually catch Crims off guard, but the flash goes through. Free kill there, takes out Zipnix, and up short, the bomb goes pushing, but Pronax is there from Pit. Oh man. There to support everyone. And Fnatic are now on match. Oh, jetzt komm. Oh, never mind, they're on yeah. Match. Mach das jetzt klar. Ja, man, Alter. Wehe, die verkacken es jetzt wieder, man. Well, serious point. Alter. This is it for TSM. They have to win. Nein, die haben nicht zu winnen. It's kind of unnecessary of Cajun to go into that angle where he could potentially get caught off, but I guess he has to do something and he can't hide away the entire round. Ah, jetzt mal eine Banane full rush bestimmt.
He's never gonna peek anywhere. Ja, in den Urlaub ist eine Banane. Really oh fuck, die switchen, man. Ah. I mean, that smoke is down though, so Crims is nee, ich glaube nicht. Ja, aber Ting, Fnatic hat geswitcht auf A. Steht zu viert jetzt A. Oh! Einer switcht schon wieder. Jetzt Spray, Spray of Doom, man. Nein! Ja, man. Frags right now. And TSM, 2-on-3 scenario. B-side holds, trying to get this ball back down, but 40 seconds remaining. And there's the deny. Flush is not having any of it. The Vice now in a 1v2. He even gets the return headshot onto Flusha, but 1v2, 30 seconds. Pronex, full HP, Flusha, around 30. Ich werde Vice going for the headshot. Just hoping to get lucky through that smoke with the shot. Ja, ich denke auch, das war's. Ich denke, das war's. They need to keep peeking him. Ich meine, der muss immer noch Bombe planten, ne? Ja, Mann! Ja. Oh. Fuck! Ja, Mann! Geile Scheiße, Mann! Alter, ich bin... Halleluja! Ich hier ausgeflippt, Mann! Fuck! Easy Skits! So, nach einer kleinen Pause hier zurück nach dem Sieg von Fnatic zum Glück. Wir holen uns jetzt unsere Gewinne ab. Hoffentlich, wenn es jetzt schon aktualisiert ist. Hoffentlich, wenn jetzt schon aktualisiert ist und CSGO Launch nicht down geht. Also ich klicke jetzt mal auf My Bets und dann hoffen wir, werden richtig nice Skins am Start sein. Oh ja. Ah ja, sieht gut aus. Oh scheiße, ich habe eine Vulcan bekommen, Mann. Nice, ich habe eine Cyrex. Was haben wir hier noch? Eine Raid Edition Hazard. Natürlich, die anderen Skins, was wir gesetzt haben, zurück, das ist auch, ich bin Gott froh drüber. Oh ja. Es waren echt die Main-Skins, was wir gesetzt haben, ja. Also ja, wir sind Vollgas reingegangen, aber in dem Fall hat es sich jetzt auf jeden Fall gelohnt. Ein bisschen Trash ist dabei, aber eben richtig geil, eine Vulcan ist dabei und nochmal eine Atomic Alloy. Richtig cool. Oh nice. Cool. Also ich habe nur eine Cyrex in Einsatz erprobt und eine USPS Cayman in Minimal Wear. Und sonst halt nur so eine Griffin und eine Tuxedo Galil. Also zwei Crab Skins für ein paar Low Bets oder sowas kann man das. Ja, schon ich habe auch hauptsächlich, also als meistens sind halt wirklich Low Skins. In welcher Condition ist denn deine Vulcan? Ah ja, ist Field Tested. Okay, ist meine Cyrex auch. Atomic Alloy ist Minimal Wear. Auf jeden Fall cool, ja, passt auf jeden Fall. Ich bin super zufrieden. Jetzt, Penta, wie haben die gespielt? Weiß ich jetzt gar nicht. Vor 2 Stunden haben die angefangen. Ich guck mal eben noch ganz kurz rein. Da habe ich auch noch Skins drauf, aber ja, low auf jeden Fall. Was habe ich, was kann ich da gewinnen? 2,95. Also okay. Echt low jetzt, ja. Kein Vergleich auf jeden Fall. Ja, war richtig geil. Ja, war ein eindeutiger Sieg, sagen wir mal. Obwohl auch wenn es wirklich am Schluss richtig knapp geworden ist. Ja. Da hat Fnatic schon stark nachgelassen und TSM hat gut aufgedreht. Und ich glaube auch, hätte TSM Inferno noch geholt, wäre wieder alles offen gewesen. Ja. Weil dann hätte ich auch TSM zugetraut, noch 2 Runden zu machen. Fnatic hat es zum Glück noch sicher gemacht. Ja, es war wirklich extrem dünn. Mit 2x Overtime. Ja, 2x Overtime war richtig krass. Ich fand es auch schon fast ein bisschen zu krass, also 2x Overtime ist, oh ja, da geht dann schon die Spannung schon wieder runter, wo du sagst, doch komm, jetzt sei einfach nur noch rum. Ja, ja, aber ist jetzt zum Glück, ne, hat sich zum Guten entwickelt. Vulcan freut mich übertrieben. Ja, danke fürs Zuschauen. Wenn ihr mehr so Videos haben wollt, gebt einen Daumen hoch, abonniert unsere Kanäle und schreibt in die Kommentare, was ihr gewonnen habt. Gegebenenfalls natürlich auch, was ihr verloren habt. Oh ja, die tut mir leid übrigens. Ja, ist Ding, ich hab's ja auch am Anfang vom Video gesagt, ich gönne allen, die TSM gebettet hätten und die Eier gehabt hätten, hätte ich das auf jeden Fall gegönnt, hätte richtig Asche gemacht, aber... Also ich hab mal geguckt, ich hatte, glaube ich, hätte mit dem Einsatz, hätte ich irgendwie 250 Euro rauskriegen können. Ja, bei mir war es auch sowas richtig krass, also ich habe auch echt am Anfang überlegt, aber mich hat einfach, weiß ich nicht, im Endeffekt das Best of 5 über bewegt dazu, auf Fnatic zu gehen. Und dass ich eben, ich glaube, es war so, dass ich schon mal bei auf TSM gegen Fnatic auf TSM eben gewettet habe und verloren habe. Und irgendwie hatte ich heute Fnatic wieder. Und gibt ja auch die Redensart, niemals gegen Fnatic
wetten, aber das ist ja eine andere Baustelle. Ja. Auf jeden Fall sind wir durch, wir sind Gott froh und jetzt geht's dann auch ins Nest für uns beide. Gebt einen Daumen hoch und ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, ciao.